Heute spielen wir das Spiel Drachenspiel-Tor. Hier sieht man schon mal die große Kameraeinstellung, die Weite. Deswegen natürlich hier aufgrund des Turmes, der hier aufgebaut wird. Das geht relativ zügig. Die Plättchen, die haben wir hier vereinzelt. Die sehen wir hier, die werden verdeckt platziert. Der Drache wird gelegt und der Fels wird auseinandergezogen mit diesem Seil. Die Alina sitzt auch schon auf der richtigen Position. Die weiß nämlich, weil die Prinzessin, die ist hier oben drin und die muss man nachher rausschieben über die verschiedenen Gänge hier runter. Allerdings müssen wir erst unsere Bauwerke hier platzieren. Dazu müssen wir Plättchen ziehen. Haben wir das alles platziert, dann geht's auf Zeit, weil hier bei dem Drache, der wird sein Flügel bewegt und dadurch wird das Seil natürlich stärker angezogen. Und wenn der Fels dann hier unten rauskippt, ja, dann haben wir verloren. In der Hoffnung, wir haben die Prinzessin da schon über die Brücke geführt und sie hat dann hier die Kutsche erreicht. Ich glaube, wir zeigen es euch einfach mal in der Praxis. Jetzt zieh mal das erste Plättchen. Oh, die Platten. Genau, gut merken. Ich lege es nämlich auch wieder hier zurück, dass wir das nachher wissen, dass das auch dieses Plättchen ist. Du hast es nicht zurückgelegt, das lag da. Ja, dann lege ich es dahin, okay. Dann, okay. Darf ich den irgendwo platzieren? Ja, ja. Okay, perfekt. Dann platziere ich den mal hier. Und raus mit dir. Ja, ich weiß, ich mache das raus. Dann bist du dran. Rot. Brauchen wir noch einen roten? Nein. Nein. Gut merken, sagst du gut immer. Gut merken. Lila? Nein. Gut dann bist merken. Legen wir das hin. Elias, wo ist denn das Plättchen? Weißt du noch, das Bauplättchen? Weißt du noch, wo das war? Da? Ja! Jetzt kann ich die nächste, ja, die Platte hinlegen. Dann lege ich die einfach mal, wo lege ich die hin? Lege ich die einfach mal so hin. Genau, so machen wir das. Grün. Super, Elias. Oh nein, nein. Was hast du? Das Drachenplättchen. Okay, wieder eins zurück. Weißt du, wo der Balken ist? Super, Elias. Ja. Aber jetzt wird es schwierig. Jeder hat so ein Hilfsmittel. Moment, Elias, warte mal. Und mit dem können wir das steuern, dass die Prinzessin hier runterkullert. Beziehungsweise, die darf nicht runterfliegen, sonst haben wir gleich verloren. Nimmst am besten wieder die andere Seite, Elias. Weil man schiebt immer so, dann hat man nämlich hier mehr Platz. Allerdings wird jetzt erst eins gemacht. Der Drache wird aktiviert. Der Elias schiebt schon mal. Und jetzt schnell rausziehen, dann helfen wir zusammen. Mal ziehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, lassen wir die rein. Oh, 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 da unten, da schieben wir. Ist gar nicht so einfach. Wo ist sie jetzt? Hast du sie, Elias? Stell durchs Loch. Durchs Loch. Oh! Und dann sieht man, es ist gar nicht so einfach, die ins Ziel zu bekommen. Oh.